So, ihr zwei, vielen Dank erstmal, dass wir jetzt endlich erfahren, wie das Bermuda-Dreieck aussieht. Besser hätte ich es mir nicht vorstellen können. Dieser schräge Humor natürlich wieder auch im ganzen Film. War das für dich, Rick, jetzt, worauf du dich wieder am meisten gefreut hast? Und für dich, Anke, aber vielleicht noch mehr, weil du jetzt das erste Mal bei den Monstern dabei bist? Ich will da nicht bremsen, aber Bermuda-Dreieck hat mich jetzt komplett aus der Bahn gefahren. Weißt du Sagt es man nicht nicht mehr? Bermuda-Dreieck? Ach so, die Ach, Betonung. Bermuda-Dreieck, interessant. Es geht bestimmt auch, aber es war für mich neu. Punkt 1. Punkt 2. Ich liebe das Bermuda-Dreieck, weil ich es so noch nie gesehen hatte. Und es ist in Hotel Transylvanien 3, ein Monsterurlaub, wirklich sehr detailliert animiert, was der ganze Film übrigens auch ist. Aber das Bermuda-Dreieck ist besonders. Auch die Krake. Ich bin ein großer Fan der Krake. Ich weiß nicht warum, aber ich mag alles, was viele Arme hat. Für mich war das natürlich eine tolle Aufgabe. Ich habe die ersten beiden Teile gemocht, weil ich natürlich den Humor sehr mochte, der tatsächlich schräg ist, auch wenn das so ein blöder Begriff ist, sozusagen ein schräger Humor. Aber der ist sehr besonders. Also lustig schließt ja klug nicht aus und klug schließt nicht lustig aus. Und der Film beweist das auch wieder. Das schaffen einige Filme dann und wann beides zu sein. Auf jeden Fall. Anke, du bist diesmal kein Fisch, sondern Das mal ist eine richtig. Frau im Das ist Wasser. richtig. Deine Captain Erica kriegt sie aber auch wieder mit einer lustigen Sprache zu tun. Dieser transsilvanische Dialog, kriegt ihr den nochmal jetzt zusammen hin? Ich weiß nicht genau, worauf du anspielst, aber ich vermute, es ist die Szene mit dem Schubidubadubine. Schubidubidubade. Adedibadibudishay. Adedibadidubshay. Das da? Richtig, das da. Vielen Ah! Dank. Was hattet ihr denn schon mal für einen Monsterurlaub? Monsterurlaub, Monsterurlaub. Die Urlaube, die bei mir nachhaltig Eindruck hinterlassen haben, sind eher so Klassenfahrten. Ehrlich? Ja, also wenn ich über Pannen sprechen soll und über Missgeschicke, über Sachen, die in die Hose gegangen sind, dann ist das, oder die schiefgegangen sind, dann waren das meistens Klassenfahrten, so Jugendfahrten, weil ich dann wusste, ich darf im Bus nicht neben dem oder der sitzen. Ich muss das Zimmer teilen mit Leuten, weiß ich nicht, die so, dann geht das schief oder das geht schief, dann ist das Essen nicht gut in der Jugendherberge. All das hat sich bei mir viel negativer oder viel, das meiste war natürlich super, viel intensiver irgendwie abgespeichert unter oh, als die eigenen Urlaube. Also ich durfte auf Hochzeitsreise das Zimmer mit meiner Frau teilen, aber wir waren, was heißt aber, wir waren in Botswana und das war für mich wirklich das, was mich, glaube ich, nachhaltig am meisten beeindruckt hat, weil ich noch nie so nah in so einer ursprünglichen Natur war. Und das war sehr aufreibend. Es waren zwar nur 3 Tage, aber das, Waren oh, da Tiere? da waren Tiere und die waren sehr, sehr nah. Was waren für Mit Tiere? Löwen, Nashörner. Also das war, also gerade Löwen, wenn die dann, das werde ich nie vergessen, du sitzt im Jeep und hinter dir läuft ein Löwe. Und du weißt, der ist hinter dir und der könnte jetzt einfach auch dir die Hand geben. Und das war toll. Also das war wirklich super. Das hat mich sehr beeindruckt. Wow. Das sind dann die wirklichen Monster, vor denen man dann vielleicht auch mal ein Aber bisschen Angst hat. Es sind keine Monster, es sind keine Monster. Das sind, glaube ich, ja, das, ja. Das war toll. Rick, wir haben letztes Mal eine Abmachung getroffen. Tatsächlich, Wir haben natürlich. gesagt, wir werden beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, immer noch kein WhatsApp haben und 3 Gerichte endlich mal kochen können. Erstmal WhatsApp. Ich Ich habe habe es immer keine. noch nicht. Ich auch nicht. Sehr gut. 3 Gerichte, ich bin ehrlich, Mango-Curry-Reis, Risotto mit Brokkoli und ein drittes richtig cooles fehlt mir immer noch. Wie ist es bei Boah, dir? dann kann ich dir nur gratulieren und sagen, du führst momentan mit 2 zu 0, was WhatsApp angeht, da habe ich es auch noch nicht. Also, Ja, ich sehr glaube, gut. das, Wow. solange wir bei WhatsApp dann immer auf einer Spur sind, dann Können wir sollte das das. schneiden mit dem Kochen, wenn es meine Frau sieht? Aber ich werde es schaffen, ich werde es schaffen. Solange du mich regelmäßig daran erinnerst, dann. Auf jeden Fall. Ich bin gerade sehr auf Reise irgendwie. Ich war jetzt in New York endlich mal, dann natürlich auch so ein paar Filmlocations irgendwie dann abgesucht. Wie sehr seid ihr so echte Filmnerds? Für mich gibt es nichts Schöneres, als mal kurz abzuschalten und alles, was so daheim passiert oder im Job passiert, auszublenden und für 1,5 oder 2 Stunden oder wie im vorletzten Jahr bei der Berlinale für 8 Stunden in eine andere Welt einzutauchen mit Hilfe eines Films. Ich liebe Filme und ich könnte mir vorstellen, dass man aus Hotel Transylvanien auch einen Serien-Spin-off macht. Ich liebe momentan wirklich Serien, muss ich gestehen. Ich gehe aber auch gerne ins Kino. Ich habe Solo geguckt. Ja, kann man machen. Ja, wir sehen uns im Club. Danke euch und viel Erfolg. Dankeschön. Danke, vielen Dank.